Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Michaelas Welt. Ich war ja letzte Woche in Berlin auf der Republika. Alle, die meinen Blog kennen und den auch regelmäßig lesen oder mir auf Twitter, Facebook und Co. folgen, haben das vielleicht auch mitbekommen. Ich habe da ein paar Videoaufnahmen gemacht und einige Sessions besucht. Und ja, ich möchte euch einfach meine Eindrücke von dort schildern und euch einfach mal mitnehmen. Schaut es euch an, würde mich sehr freuen, wenn ihr das folgende Video einfach bis zum Ende anschauen würdet. Also, viel Spaß dabei! Die Republika fand dieses Jahr vom 6. bis 8. Mai in der Station in Berlin statt. Die Station ist ein alter Postbahnhof, der lange Zeit Berlin mit Paketen und anderen Gütern versorgte. Mitten in Berlin, neben dem U-Bahnhof Gleis 3 gelegen, war also die Station der Treffpunkt der digitalen Gesellschaft. Hier wurden in Vorträgen Sessions genannt und Workshops die Zukunft der digitalen Welt diskutiert und über Entwicklungen referiert. Dieses Mal war es das erste Mal, dass man sich eine Eintrittskarte, ein Armbändchen, schon einen Tag zuvor holen konnte. Ich war also schon am Montagnachmittag auf der Republika und habe mich dort mit ein paar Freundinnen und Freunden getroffen, die ich schon letztes Jahr habe kennenlernen können. Es waren dies Nina Matita, Frau Grünkarit und Herr Martinsen. Links zu den entsprechenden Twitter-Profilen findet ihr in den Videobeschreibungen. Ich habe mich schon seit Monaten darauf gefreut, dass es endlich wieder soweit ist und die Republika losgeht. Und am 6. ging es dann auch los mit einer Eröffnungsveranstaltung, die ich dieses Mal nicht so beeindruckend empfand wie diejenige vom Vorjahr. Aber die Eröffnung ist ja nicht maßgeblich, sondern die Sessions und auch das Drumherum machen den Reiz der Republika aus. Ich hatte mir dieses Jahr vorgenommen, weniger zu planen und mich mehr mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu treffen bzw. neue Leute kennenzulernen. Leider ist mir das nicht so gelungen, wie ich mir das gedacht habe. Denn ich bin praktisch von einer interessanten Veranstaltung zur anderen gegangen und schwupps war der Tag vorbei. Dennoch habe ich einige neue Leute kennengelernt und viele alte Bekannte wieder getroffen, was ich sehr, sehr schön fand. Einige Sessions, die ich gesehen habe und die ich persönlich ganz spannend fand, möchte ich euch hier noch vorstellen. Da wäre zum einen die Session Überwachung macht impotent, neue Narrative gegen Überwachung. Diese Session habe ich zwar leider nicht live gesehen, sondern nur auf Video, aber ich möchte euch diesen Vortrag trotzdem vorstellen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut finde und das nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil ich den Vortrag auch sehr gut vorgetragen finde von Friedemann Karik. Ich wollte mir diesen Vortrag eigentlich anschauen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Habe ich leider verpasst, aber ich habe es auf YouTube gesehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, und dann wäre da noch Looking for Freedom natürlich. Das war sozusagen das Highlight des allerersten Tages, wo David Hasselhoff auf Stage 1 aufgetreten ist. David Hasselhoff war sozusagen, wurde angekündigt als Botschafter einer Internetsicherheitsfirma, genannt F-Secure heißt die Firma. Und ja, er hat auch tatsächlich ganz kurz sein Lied Looking for Freedom angesungen. Stage 1 war voll, war völlig überfüllt, aber hat jetzt eigentlich relativ wenig mit Republika zu tun, aber war doch irgendwie nett. Burnout and Broken Command Culture war jetzt auch ein sehr, sehr toller Vortrag, der ging nur eine halbe Stunde. Und dabei ging es um, ein bisschen schwer zu sagen, warum jetzt Personen, die sich im Netz engagieren, entmutigt werden, sich aufreiben, sich dann auch aus dem Netz wieder zurückziehen und was man dagegen tun kann. Wie eigentlich das, der Umgang im Netz sein sollte, um sagen wir so ein besseres Miteinander zu gewährleisten oder zu schaffen. Fand ich wirklich einen ganz interessanten Vortrag, sehr gut. Den werde ich mir sicherlich noch ein, zweimal anhören oder anschauen auf YouTube. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und kann ich euch nur jedem raten, das einmal anzuschauen. War ganz toll vorgetragen. Ja, und dann gab es natürlich noch einen Vortrag, der um YouTube ging. Der hieß YouTube and the New News. Und es war ein Diskussionspanel, auf dem Johnny Häusler, der einer der Mitorganisatoren oder der Begründer der Republika sozusagen, mit einigen YouTubern, das waren Mr. Trashpack, LeFloid und Fräulein Chaos. Dann war noch dabei Christopher Krachten, Mitbegründer von Mediakraft und Markus Hündgen, der Videopunk, haben über YouTube ihre Möglichkeiten oder
Schaut es euch einfach selber an. Link dazu in der Videobeschreibung. Was mir ganz besonders an diesem Vortrag oder der Session so gefallen hat, war eigentlich, das Panel war eigentlich Diskussionspanel, hat mir, war eigentlich vorneweg, dass ich Amy wieder getroffen habe, Diamond of Tears, die ich ja letztes Jahr auch mal kurz begrüßen konnte, und hat mich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ist immer sehr schön, sie zu treffen. Ich habe natürlich noch einige weitere Sessions besucht. Wenn es dich interessiert, welche Themen während der Republika behandelt wurden, so empfehle ich dir, die Seite der Republika mit allen Sessions und Workshops aufzusuchen, beziehungsweise geh auf die Playliste der Republika 2014 bei YouTube und schau dir selbst die Vorträge an, die alle aufgezeichnet wurden. Du findest sicherlich irgendwas, was dich interessiert, was für dich interessant ist, und schau einfach mal rein. Link dazu, wie gesagt, Videobeschreibung. Ja, und die Republika ging dann am Donnerstag letzter Woche zu Ende, und ich war das erste Mal bei der Abschlussveranstaltung mit dabei. Es wurden erstmal alle Personen vorgestellt, die an der Organisation der Veranstaltung mitgewirkt haben. Ja, und der Höhepunkt der ganzen Session war dann ein Lied, was ich jetzt sehr, sehr ganz beeindruckend empfand, weil es wurde praktisch in Karaoke-Stil Bohemian Rhapsody von The Queen nachgesungen. Also der gesamte Saal, Stage One war das, hat mitgesungen, und der Text wurde eingeblendet auf einer großen Leinwand, und es war einfach sehr bewegend, fand ich, weil auch es war für mich das erste Mal, dass ich diesen Text schriftlich vor mir gesehen habe und dadurch auch ein bisschen mehr verstanden habe, was in dem Lied eigentlich angesprochen wurde. Aber auch dieser ganze Saal, der mitgesungen hat, war einfach toll, war bewegend, und ja, ich freue mich einfach wieder auf die nächste Republika, nächstes Jahr 2014, die auch wieder im Mai stattfinden soll. Ich hoffe, dass ich dann auch dran teilnehmen kann. Man weiß ja nie, wie so ein Jahr vergeht. Kann ja viel passieren, aber ich hoffe, ich werde mich darum bemühen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, und bis dann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Danke!